Die Älteren unter uns, die kennen den Streifen noch aus dem Kino, die Jüngeren möglicherweise aus dem Fernsehen und täglich grüßt das Murmeltier. Heute ist es wieder soweit, an der Ostküste der USA. In der Stadt mit dem unaussprechlichen Namen wird ein Vierbeiner also aus dem Winterschlaf gerissen, um vorherzusagen, wie lange Schnee und Eis uns noch erhalten bleiben. Dieses Jahr gibt's den Blick auf Punksy Phil nur per Livestream. Aber seine Prognose bleibt zuverlässig. 6 weitere kalte Wochen, sagt das Murmeltier voraus. Unsere recht monotonen Lockdown-Tage zwischen Homeoffice und Spaziergang werden also winterlich kalt bleiben. Das ist immer alles das Gleiche im Moment. Und ich suche mir wirklich von außen irgendwelche Anregungen. Wir machen jetzt wieder Spiele zu Hause. Irgendwo ziemlich belastend. Und nicht schön. Wenn man kleine Kinder hat, die man zu betreuen hat, lernt man ganz, ganz viel. Man lernt das Spiel neu, man entdeckt die Welt neu aus Kinderaugen. Und täglich grüßt das Murmeltier. Wie in dem Film scheinen sich die Tage nämlich geradezu wiederholen. Wie in einer endlosen Zeitschleife. Auf den sozialen Kanälen reges Treiben zum Thema. Die Monotonie der Tage macht mir zu schaffen, so ein Tweet. Jeder Tag ist gleich, wenn es nicht gelingt, sich selbst Inseln zu schaffen und Highlights zu setzen. Den Lockdown besser übersteht, sagen Forscher. Wer an der inneren Stärke arbeitet, akzeptiert, was er nicht ändern kann und Pläne schmiedet. Wir können nicht gegen eine Situation, die wir nicht direkt beeinflussen können, nicht ständig mental dagegen gehen. Also eine Akzeptanz und gleichzeitig, was ganz wichtig ist, Zukunftspläne machen, den morgigen Tag planen, den heutigen Tag planen und letztendlich sich darauf freuen, was mache ich, wenn die Türen wieder aufgehen. Und Winter hin oder her, eins ist Fakt, irgendwann wird's wärmer, so oder so, über kurz oder lang. Und das ist doch schon mal eine gute Nachricht.